Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal. Wir sind in einer weiteren Folge und wollen schauen, dass wir hier ein bisschen was gelevelt kriegen. Und zwar irgendwie den Bogen zum Beispiel. Da werden wir mal schauen, dass wir da die Vorräte, sage ich schon, die Klamotten für kriegen. Allerdings sieht das gerade nicht so dolle aus, weil 10 Knochenfragmente, das ist schon mal was, ne? Dann würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir mal, was wir machen. So, also das ist schon mal ein bisschen viel zum Aufwerten. Lederbrustpanzer haben wir jetzt ausgewählt. Wir wollten aber nicht die Lederhacke, wollen wir auch nicht. Den Bogen wollen wir aufwerten. Da brauchen wir Lederreste für und Hirschfell. Jetzt weiß ich gar nicht. 8 Lederreste, 2x Hirschfell. Könnte sein, dass wir das haben, weiß ich nicht. Nee, Lederreste fehlen uns noch. Aber Hirschfell hätten wir schon reichlich. Das heißt, wir müssen noch gerade ein paar Wildschweine finden, ne? Ist aber wieder mal so, dass wir geschlafen haben, aber es ist immer noch dunkel draußen, ne? Fängt's an zu frieren, ja, merke ich wohl. Feuer ist da. Eben hörte sich das schon wieder so an, als ob hier einer rumschleicht, ne? Aber dem ist wohl nicht so. So, jetzt müssten wir eigentlich nur gucken, ne, da will ich nicht auf gar keinen Fall hin, wo das da blinkt, weil da ist es, dass wir da, sag schon, ne? Warte mal, Axt sollten wir vielleicht schon zücken, falls wir dann hier im Dunkeln doch auf ein Wildschwein treffen. Das war ein Stein, ne? Das auch. Ist dann hier schnell, ne? Und wo kommt der Wind? Eigentlich müsste er von links kommen. Na, ist wohl relativ windstill, ne? Aber es ist noch dunkel. Es wird jetzt aber dämmerig, also hell. Tja. Vielleicht sollten wir doch den Bogen besser rausnehmen. Wenn wir hier nämlich einen Hirsch sehen, dann sollten wir den mit dem Bogen erlegen. Allerdings sehe ich hier keinen. Wenn jetzt hier ein Wildschwein wäre. Das ist immer irgendwie am Rascheln und so, ne? Da denkst du immer, da ist einer. Hier sehe ich nichts. Leider. Da unten ist auch so ein Steinkreis. Aber ich glaube, der ist nichts. Irgendwas habe ich jetzt wieder gerade gehört, aber ist nicht wirklich was, oder? Okay. Irgendwo könnte jetzt jemand sein. Und da war er natürlich auch, aber den nochmal verpennt, ne? Die ist kalt, okay. Na, den haben wir wohl nicht erwischt, ne? Okay, da ist noch eins. Okay, da haben wir gleich zwei Wildschweine erwischt. Wo
ist jetzt das zweite? Wo ist der Loot? Ist er das? Irgendwo flackert es noch da. Ja, der Hirsch ist jetzt mal gerade da, ne? Den haben wir nicht erwischt. Ich sehe noch nicht mehr. Den werden wir hier auch nicht mehr kriegen, denke ich. Aber wir haben zwei Wildschweinfälle. Ich weiß nicht, eins glaube ich brauchen wir noch, oder? Also ich gehe mal davon aus, dass wir zwei Wildschweinfälle haben, ne? Oder? Ja. Eins fehlt uns noch. Eigentlich müssen wir so ein bisschen noch nach da checken, ne? Mal ein bisschen mehr von der Karte aufdecken noch, oder? Okay, ich weiß nicht wo, aber irgendwo ist er, da kommt er. Okay, holen wir uns gerade noch den Harz von dem. Eigentlich wollte man in die Richtung, ne? Oh, schade. Na, ich glaube, den werden wir nicht mehr kriegen. Ich habe doch schon wieder so einen anderen Typen gehört, oder? Wo ist er? Ich sehe ihn aber nicht. Der Hirsch, der war aber nicht weit weg, ne? Hört sich nach da so an. Aber sehen tue ich nicht. Ja, das mit dem Essen, das sollten wir vielleicht mal ganz schnell in Angriff nehmen, ne? Das Wildschwein hat uns auch bald umgehauen, ne? Ich sehe nichts, aber ich höre ja irgendwas eigentlich, ne? Da geht die Sonne auf, sehr schön. Okay, da ist er. Jetzt wäre eine Frage, wo der Reh ist, ne? Beziehungsweise der Hirsch. Ich höre sie von da unten rechts. Aber sehen tue ich nicht. Also der Wind kommt von da, das würde bedeuten, hier merkt keiner, dass wir kommen, oder? Ist dem so?
Da ist auf jeden Fall ein Wildschwein, das ist schon mal gut. So, da haben wir das Leder. Ist die Frage, ob es hier noch eins gibt. Meistens sind die ja zu zweit, ne? Oh, da hinten ist noch irgendwer, ne? Ich weiß nicht, wer das ist. Ein Gräuling, okay. Ist nur einer, ne? Und kaputt ist er. So, hier ist aber nichts mehr. Würde ich jetzt mal sagen. Ich sehe leider auch kein Hirsch oder so. Ist da hinten der Hirsch? Ne. Okay, da ist er. Den haben wir. Gut. Oh nee. Habe ich den jetzt? Ja. Das Leder haben wir auch. Ich höre schon wieder den nächsten, ne? Hier gibt es Pilze. Ich weiß nicht, wie wir davon noch haben. So, jetzt haben wir noch ein paar Pilze gesammelt. Wir haben jetzt Leder. Nee, Hirschfell, Leder fehlt uns noch. Wir bräuchten noch ein bisschen Dingens. Ich glaube, da drüben ist ein Hirsch oder ist ein Wildschwein? Das ist ein Wildschwein. Dann ist Handarbeit angesagt, ne? Wildschwein hört mich schon. Aber ich habe es schon erwischt. Zweites Wildschwein hier irgendwo? Ich glaube nicht. Ist das der Hinweis? Nein. Ist ein Baumstamm, glaube ich, ne? Hier wird es jetzt nebelig. Ah, Nebel ist auch nicht so doll, ne? Da findest du ja auch nichts wieder. Ich glaube, wir besuchen mal jetzt unser Bett wieder. Hier muss er irgendwo sein, aber weiß nur noch nicht wo.
Da ist er. Der ist aber schwer zu kriegen, ne? Ja, das war es leider. Der Stein hat dazwischen gestanden, deswegen ging das nicht. Keine Ahnung, wo er ist. Glaube auch nicht, dass ich den jetzt hier noch finde. Hier ist der Steinkreis. Jetzt schauen wir nach unserer Hütte. Die ist aber noch weiter links. Und da brauchen wir jetzt die Axt. Ersetzt den Zimmermann oder wie war das? Und hier runter müssten wir, um das Wildschwein zu kriegen. Okay, das haben wir auf jeden Fall auch. Und wir haben wieder Dingens gekriegt, sag schon. Leder. Tja, keine Ahnung, wo der Hirsch jetzt ist. Ist jetzt aber auch nicht so wild, weil ich will jetzt erstmal gucken, was wir da nochmal raus machen können, ne? Hier läuft ja jetzt gerade kein Wildschwein rum, oder? Wahrscheinlich nicht. So, einmal wieder schließen die Tür. Einmal an die Werkbank, einmal auf Aufwerten schauen. Also wir können erstmal reparieren. Und wir können nichts aufwerten. Ach so, ja, weil wir vielleicht nicht genug in der Hand haben. Den Knochen können wir jetzt nicht hier brauchen, denke ich mal. Aber wir können mal alles nehmen, was wir so bräuchten. Die Trophäe kann hier auch weg. Das Fleisch kann hier gesteckt werden. Ach, geht auch schon nicht mehr, weil voll. Dann das nächste stecken wir hier. Ja, sieht erstmal gut aus, oder? Was macht die Kiste noch? Da sind keine Besonderheiten drin. Also, jetzt nochmal schauen. Können wir den Bogen aufwerten. Wunderbar. Zack. Jetzt haben wir den schon mal wieder besser. Aha. Schaden, Stechen 28. Gut, das nächste Mal Leder und Holz und Stufe 4 natürlich. Ausbau Stufe 4. Feuersteinaxt, gibt es nichts, haben wir alles, wenn. Jetzt wäre noch der Umhang schön, der Hirschfellumhang. Aber dafür brauchen wir wieder hier Knochen in 5. Die kriege ich jetzt nicht mal gerade zusammen. So, das bedeutet, wir packen mal gerade hier das ganze Leder weg. Weil das wollen wir jetzt nicht mitnehmen. Das können wir da auch nochmal stacken. Und das kommt hier auch rein. Ach, guck mal, jetzt ist das schon über. Dann machen wir das lieber so. Die Steine sind auch schon über. Was ist denn hier zu viel dran dann? Keine Ahnung, ne? Dann ist es vielleicht gar nicht die Truhe, wo wir das rausgenommen haben, sondern die Steine waren hier, weil da auch Holz drin ist. Ne, nicht wirklich. Aber dann machen wir die Trophäen da mal gerade raus, die hier drin sind. Die will ich da jetzt dann doch nicht drin haben. Steine kommen dann hier rein und Holz wäre jetzt hier noch rein zu tun, dass wir tatsächlich da oben liegen haben. So, und jetzt können wir hier noch die beiden Geweiher da rein tun und die Trophäen, sagen wir es mal lieber so, ne? Gut, dann sind wir da auch wieder ein Stück weiter. Schauen wir wieder nach draußen. So, und dann ist es ja irgendwann mal an der Zeit, jetzt irgendwie die Knochen zu kriegen, ganz schnell. Boah, der Nebel, der ist aber nicht so schön, ne? Ich höre schon wieder irgendwo ein. Ist hier jemand? Herr Wildschwein? Da. Gut, Wildschwein haben wir, das heißt, wir haben wieder ein Leder mehr.
Handstill halten. Und da haben wir auch einen Umhang mehr. Jetzt fehlen uns leider nur die Dingens, ne? Wie heißt es? Irgendwo kommt er doch schon wieder, ne? Leider fehlt uns jetzt immer noch Knochen. Ja, irgendwo müssen wir an Knochen kommen. Aber das klappt hier so schlecht. Dafür brauchen wir Skelette wahrscheinlich, dass wir an Knochen kommen. Aber das ist so ein bisschen so der Punkt, wo ich sage, wird etwas schwierig. Aber wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.